Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum kleinen Ersteindruck von Tactical Breach Wizards. What the fuck? Was ist das für ein Titel? Ich habe hier tatsächlich ein wundervolles Spiel für euch parat. Ich überlege, ob wir... Alter Schwede, das ist eine Menüführung. Genau, ich überlege, ob wir hier quasi den Anfang noch spielen für euch. Und ich glaube, das machen wir. Das bedeutet, wir gehen mal zurück zum Hauptmenü. Ich wusste jetzt nicht, wie weit ich quasi schon war. Alter Schwede, wir machen mal ganz normal weiter. Also, das ist ein Spiel, das kennt ihr so ein bisschen von den Mechanics her. Ich muss mal ganz kurz Ventilator machen, gleich wieder da. So, hier oben ist eine absolute Superhitze. Ihr kennt das Ganze von Fights in Tight Spaces. Oder was ich auch erst vor kurzem euch reviewt habe, ist Knights in Tight Spaces. Und diesmal sind es quasi Super Wizards, die hier so ein paar Missionen haben. Das Coole ist, dass ich immer noch in Tutorial-Part quasi bin. Das bedeutet, hier steht da, was ich alles tun muss. Ne? Ich muss hier Gegner aus dem Leben knocken. Ne? Das ist so das Ding. Und ich muss auf jeden Fall an den Laptop rankommen. Das ist quasi so eine Mission, die ich erfüllen muss. Und dann kriege ich quasi immer mehr... immer mehr Spells und immer mehr Fähigkeiten. Wir haben hier zwei Charaktere, die unterschiedliche Spells haben. Das bedeutet, sie hat hier einen, also rechts oben könnt ihr das quasi mal sehen, hat einen Knockback, ne, die macht quasi keinen Schaden, aber, oder, also sie kann One-Shotten, aber halt nur, wenn wirklich Gegner aus dem Fenster oder ähnliches fliegen. Und genau, hat natürlich noch so ein Chainbolt, der tatsächlich mehrere Gegner treffen kann. Ja, was natürlich auch sehr, sehr nice ist. Kostet aber natürlich entsprechend Energie. Ja, und Aktion kostet das natürlich auch. So, dann haben wir den Typen. Der hat was anderes. Und zwar hat er quasi so einen Extra-Schuss. Ja, der kann quasi entweder Schaden machen, ja, feuert einfach drei Schüsse und knockt Gegner weg und macht einen Damage. Oder er hat die Möglichkeit, quasi einen Bereich abzudecken. Ja, also quasi zu schützen, würde ich mal sagen, und dann zu zerstören. Das ist so ein bisschen der Plan. Das bedeutet, wir können uns relokalisieren, aber hier macht das quasi keinen Sinn. Das bedeutet, wir breachen mal den Laden, können also entsprechend rein. Hier breachen wir quasi auch und hier können wir schon grob sehen, was die Gegner tun werden. Na, das bedeutet, wir haben ja auch, und das könnt ihr jetzt noch nicht sehen, eine Sekunde, ich parke mich mal so ein ganz kleines bisschen um. Wir haben hier quasi so einen Zurückspul-Button, wo wir quasi schauen können, okay, wie würde jetzt diese Aktion aussehen und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist dann entsprechend eine Runde. Das heißt, wir dürfen natürlich unsere Aktion zuallererst machen. Hier können wir schon sehen, na, der sagt quasi, der schießt die erste Person, die er sieht, na, macht sofort 2 Damage. Und ist quasi hier sofort ready. Das heißt, den auszuschalten wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir können quasi sagen, dass wir so einen Chainbolt machen. Das würde ich euch mal kurz demonstrieren wollen. So, jetzt dürfen wir quasi den auch noch wegknocken. Den würde es in diese Richtung wegknocken. Alternativ wäre der hier. Boom. So, das bedeutet, wir haben jetzt quasi einmal Energie verbraucht. Energie ist sehr, sehr teuer. Und wir haben natürlich hier einen entsprechenden Typen, der auch eine gewisse Reaktion hervorruft. Na, das bedeutet, den auszuschalten wäre auch nicht schlecht. Wir könnten also theoretisch hier hingehen. Und dann zum Beispiel sagen, wir ziehen in diese Richtung. Zack, das heißt, sobald hier jetzt jemand langläuft, ist es quasi GG. Ups, das rewinden wir sofort. Das bedeutet, wir gehen hier hin und nehmen erstmal Cover. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert. Na, das heißt, wir machen mal die Vorspulung. Na, und jetzt können wir quasi sehen, okay, das wäre jetzt also passiert. Das heißt, wir rewinden nochmal. Und rewinden nochmal und nochmal und sagen ihr. Jetzt ist ja die Frage, ob wir es eine Runde später machen. Ne, wir machen mal 4C Action. Wir machen das mal. So, dann enden wir den Turn, schicken sie jetzt los und nutzen dann natürlich entsprechend den Laptop. Wir haben jetzt wahrscheinlich 2 Runden gebraucht. Dann ist ja die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Ja, war schon sehr, sehr effizient. Also wir kriegen da quasi so eine kleine Bewertung. Es gibt auch so ein bisschen eine Geschichte,
Die skippe ich aber, die juckt mich gar nicht, sondern ich will tatsächlich hier natürlich entsprechend erfolgreich sein. So. Nun ist es wichtig, also wir müssen wieder an den Laptop rankommen. Seal Reinforcement Door. Na, das hier ist quasi eine Tür, wo Gegner neu spawnen würden. Fights in Tight Spaces hat es ja auch ähnlich gemacht und auch grob predicted, wo quasi die nächste Möglichkeit da wäre. So. Und hier können wir schon sehen, dass wir uns eventuell, also wir können uns wieder verteilen. Die hier schießen mit der Pistole, die haben quasi Tracking Spot. Das bedeutet, die sagen ganz genau, auf wen sie schießen, aber man kann sich oft am Zugende noch hinter so einem, jetzt quasi in Cover begeben. Hier ist noch so eine Wall dazwischen, was ein bisschen unangenehm ist. Also der hier ist ein übelstes Opfer, was ganz gut ist. Bei dem können wir sofort aus dem Fenster ballern. Und dann müssen wir nur noch gucken, wo der hingeht. Das heißt, wir deployen die mal hier hin. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit ihr. Ach ne, wir müssen das von hier machen. Wir breachen mal hier den Laden. Und ihr seht schon, die zielen alle auf uns. Wir gehen mal hier hin. Und dann hört es basically schon auf. Das bedeutet, wir können den hier erstmal wegballern. Das heißt, die hat quasi so ein Knockback. Ne? Also der, wenn der Gegner natürlich aus dem Fenster fliegt, ist das selbstverständlich ein One-Shot. So. Und dann können wir den nochmal deployen. Können theoretisch auch hier breachen. Und dann müssen wir mal gucken, wie er sich benimmt. Er ist der Wichtige. So, das heißt, ich kann hier den Burst abfeuern. Der ist halt sofort tot. Und dann kann ich theoretisch sagen, dass ich in Cover gehe. Das heißt, hier werde ich jetzt nicht getroffen. Jetzt gucken wir, was der Gegner macht. Und ihr seht schon, dass jetzt natürlich Verstärkung ohne Ende ankommt. Was entsprechend ein Nachteil ist. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal mit dem hier hin. Machen hier den Burst. Und dann machen wir hier sogar die Möglichkeit, ein Abfangmanöver zu starten. So, den hier könnten wir, glaube ich, sofort wegblasten. Der wäre instant dead. Das Problem ist, der Gegner läuft nicht. Naja, das ist nicht ganz optimal. Wir machen auch nochmal zurück. Ah, der läuft also auch nicht. Seht ihr das? Wir können jetzt quasi einmal vorspulen und einmal gucken, was die machen. Aber der ist leider nicht gelaufen, was ein kleiner Nachteil ist. Das heißt, wenn ich ihn auswähle... Ah, so geht das. Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen hier hin. Wir schießen den ab. Dann machen wir den Bolt dahin. Das heißt, wir one-shotten ihn sofort. Und dann gehen wir hier hin. Könnte theoretisch so laufen, dann den Blast und dann wieder Take Cover. Und wir gucken, was passiert. Der ist ein One-Shot, sehr gut. Das heißt, wir beenden die Runde. So, das heißt, das Ding müssten wir zumachen. Das kostet aber, glaube ich, auch einen Turn. Ah, ne, ist eine Free Action. Okay, Free Action ist gut. Das bedeutet, wir gehen hier hin. Wir one-shotten den. Pass auf, das wird richtig gut. Wir one-shotten den. Wir machen den Preemptive Bolt hier hin. Wobei, ne, warte mal. Wir nehmen erstmal den Laptop. Dann machen wir einen Preemptive Bolt. Die ist jetzt dran. Die müsste... Oh, das müsste gehen, ja. Wir gehen jetzt hier hin. Blasten den. Weg. Dann erschießt er den. Und wir ziehen in die Tür. Dann. Das war geil. Das hat echt gut funktioniert. So, jetzt haben wir natürlich keine Belohnung bekommen. Also anscheinend gibt es da noch eine bessere Lösung. Vielleicht findet ihr die ja natürlich auch.
So, ihr seht natürlich schon, dass hier so eine super entspannte Polygongrafik ist. Aber juckt nicht. Ich muss kurz was machen, eine Sekunde. So, Entschuldigung. In Leipzig aufnehmen ist ein bisschen schwierig. Avoid any long-term consequences. Ja, das haben wir anscheinend nicht geschafft. Also wir sind quasi aus der Polizeistation so ein bisschen geflohen. Gucken jetzt natürlich, was ist noch passiert. Oh, wir kriegen ein Level. Warte mal, was bringt denn Point Blank? Undo. Plus 2 Knockback if used. Plus 2 Knockback. Ein Target mehr. Okay. Strong Finish. Okay. Bei dem können wir keinen Punkt vergeben, ne? Genau, hier sind wir lost. Also die können ja tatsächlich noch an ihren Perks arbeiten. Das finde ich ganz geil. Ich glaube, bei dem Chainbolt ein Target mehr. Das klingt eigentlich sehr, sehr geil. Das konfirmen wir auch. Also das ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob der das jetzt übernimmt. Outfits sind mir natürlich komplett egal. So, confirm. Ach ja, da oben. Lol. Hier wollte er nicht. So, wir gucken jetzt mal quasi, was noch so geht. A lovely condo. So, die Wizards labern hier natürlich. Wie gesagt, Story könnt ihr euch selber noch in aller Ruhe angucken. Und ja, ist das so okay? One connection left. Drake strings between us to prove your friends. Ah, lol. So hat er das gemeint. Okay. Das muss ich sagen, raff ich jetzt nicht ganz. Huch. Alter, muss ich das hier verstehen oder nicht? Leute, das ist für mich weird. Ich will jetzt ja keine Detektivarbeit machen. Abducted scheint richtig. Ich probiere jetzt einfach nur aus, Leute. Ich bin ja gar nicht befähigt. Ich will einfach nur die Mission spielen. Das ist, also, ich habe jetzt ja nicht zugehört. Mann, also Detektivarbeit brauche ich jetzt nicht. Ich will nur spielen, genau, das will ich. So, also, Confidence Gold. These are optional goals that boost the wizard's confidence. As in life, confidence is only needed to wear more daring outfits. Okay, na, das ist mir scheißegal. Das ist mir übel.
Lost. Two hostiles with a Gale Grenade. Ich weiß gar nicht. Ah, hier, new ability. Knock back all adjacent targets. Oha. Genau, Knockback ist schon mal... Oh, shit, das wollte ich gar nicht. Es sind sehr viele Gegner, muss ich sagen. Und einer passt hier besonders auf. Wir gehen da ganz kurz mit ihr hier hin. Genau, also die Granate wäre auf jeden Fall sehr gut. Die Granate wäre absolut fantastisch. Aber wollen wir das? Genau, weil das zum Beispiel geht nicht. Wir gehen nochmal zurück. Also die Granate ist da schon mal safe. So, der Bolt hat die Problematik, dass er nur zwei Leute treffen kann. Und danach... Genau, und dann überlebt er das. Das ist schon mal nicht cool. Also sie muss quasi... Warte mal, nach dem Schuss kann sie sich auch nicht mehr bewegen. Wir machen mal nochmal so. Doch, sie kann sich danach noch bewegen. Oh, das ist gut. Bei einigen Spielen ist es so, dass der Move-Command erst später kommt. Okay, also hier eine Granate, würde ich sagen, ist Banger. Ich könnte den dann abschießen. Aber da muss irgendwie die beiden draufgehen. Dazu brauchen wir quasi Knockback. Also wir können das mal so machen. Weil der das überleben würde, ne? Das würde er nicht überleben. Und er würde das nicht überleben. Also der, das stört am meisten. Und den Predictive Bolt, der ist nur dann gut, wenn ich genau weiß, wohin die Gegner fliegen. Das heißt, hier fliegt er gegen die Wand. Ja, das bringt mir quasi recht wenig. Also ich könnte mich dann hierhin positionieren. Für die Grenade. So, und hätte dann hier ein Riesenproblem. Das geht nicht. Aber die Granate ist sehr gut. Ich könnte auch hier hingehen. Da die Granate schmeißen. Dann können wir so arbeiten. Aber das machen wir dann am Ende erst. Das heißt, wir nehmen den. Ah, der stirbt nicht. Fuck, der stirbt ja gar nicht. Der würde nicht sterben. Aber vielleicht passiert ja hier irgendwas Schlimmes. Das heißt, wir gehen hier hin, machen hier den Bolt und sie sagt, bang, bang. So, und damit ist er useless. Okay, die kamen ja easy raus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dann nach vorne gehen. Aber das können wir auch so machen. So, du kannst auch nach vorne sprinten. Wir sind ja nicht in wenigen Zügen auf jeden Fall ready. Das ist so mein Problem. Wobei, warte mal. Ich kann da hingehen. Dann auf den schießen. Und dann den Bolt. Dann ist der nämlich sofort tot. So, und dann zielen wir die Dorn. Was jetzt nicht schlau war. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen die Dorn mit dem hier, mit der hier zumachen. Weil sie kriegt dann den Energiepunkt und den brauchen wir. Ah, guck mal, wir haben sogar actually die Confidence geschafft. Also es ist nicht worth, nicht nützlich für irgendwas. Aber schon ganz cool. So, was sind diese Koffer hier? Thank you.
Temple Collected Intel on Difficulty. Sealing Doors. Okay, ja, aber funktioniert das einfach so? So, was ist mit ihm hier? Was macht er? Grenadier. Launches Grenades that explode in 4C Phase. Pushes Units. Okay, also der ist sehr gefährlich und der ist irgendwie in Cover. Wir gehen mal hier hin. Der versteckt sich, das ist nicht geil. So, wir breachen erstmal. Und gucken. Boah, wir können nicht auf den schießen. Auf den kann ich schießen, der ist kein Problem. Hier kann ich auch hingehen und den auch wegbürsten. Aber die machen dann nichts, oder was? Wir gucken, was passiert. Die machen nothing. Und der zeigt einfach nur an, wohin er die Granaten ballert. Okay. Yo. Das ist gar nicht mal gut. Also kann ich hier hingehen. Und erstmal den aus dem Leben blasten. Time Boost. Was macht denn Time Boost? On Action. Oh, das ist ja geil. Kann ich mir das selber geben? Nee, die müsste erst klatschen. Okay, wir machen mal so. Dann graben wir das Intel, machen Time Boost auf den. Sie können die jetzt nochmal schießen. Kann sich aber nicht nochmal bewegen. Okay, das müssen wir nochmal neu starten, das Level. Restart Level. Das machen wir nochmal. Also war ein sehr entspannter Start. Fast schon zu entspannt. Ich glaube, es ist besser, von einer Seite zu kommen, tatsächlich. Weil da kann ich dann quasi Double Kills machen, was übel geil ist. Das heißt, wir machen instant den da tot. Dann gehen wir mit ihr hier hin. Da, nein, da kann sie nicht schießen, fuck. Nee, das machen wir nochmal. So, wir gehen dahin. Killen den. Ups. Also, wir gehen hier hin. Killen den. Machen Preemptive Strike. Dann geht sie dahin. Und knockt den aus. Dann beenden wir den Zug. Der ist sofort dead. So, dann kann sie... Warte mal, was ist das? Oh, was? If all enemies by turn one. Warte, das will ich probieren. Aber dann muss sie ja den Schuss machen. Entschuldigung. Boah. Da muss sie ja den Supershot machen. So, aber dadurch hat sie die nur beiseite gepusht. Das heißt, sie muss das anders machen. Sie muss das so machen. So. 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 Das würde nur einen Schaden machen.
Aber er könnte ihr noch eine Bonusaktion geben. Das testen wir jetzt noch weiter. So, das heißt, ich könnte mit ihm hier hingehen. Was aber nicht reicht. Wobei, nee, der läuft. Das reicht. Ich könnte einen Time Boost ihr geben. Schießen könnte ich allerdings nicht. Ich könnte aber hier hinzielen. Und sie blastet einfach den. Und dann beenden wir den Zug. Oh, fuck. Verstärkung. Scheiße. Aber dann muss der ja auch zu... Warte mal, das geht nicht. Das probieren wir nochmal. Das will ich nochmal sehen. Weil ich kann ja diese Boxen einsammeln auch, ne? Also überall in die Richtung feuern ist schon mal geil. So, wir breachen mal. Also ich kann so machen. Dann hole ich erstmal Energie. Und das ist schon mal ein Banger-Start. Richtig? Das finde ich schon mal ein Banger-Start. Das Ding ist halt, wie soll sie alles zumachen? Ich könnte jetzt Time Boost machen. Aber sie kann nur einmal laufen. Das heißt, nochmal den Blitz kann sie gar nicht. Und eine Granate werfen bringt ja auch nichts. Oder? Also ich meine, vor uns habe ich ja basically auch alle getötet, aber das heißt, der muss rankommen an sie. Aber ist ja schon einmal gelaufen, der Typ. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Schuss hier absolut richtig ist. Ist ja die Frage, ob es noch einen Ort gibt, wo sie die Granate auslöst. Das ist eher so das Ding. Dass sie quasi. Also das hier ist ja der Start. Das ist zu verlockend. So, dann haben wir hier noch eine Grenade. Wo wir den nur gegen die Wand jäten. Aber das ist ja nur ein Damage. Das ist ja legit nur ein Schaden. Der reicht nicht. Der Wache hier ist. Ups. So, also das Deployen kostet nichts. So, dann könnte ich mich hier hinstellen. Das Ding graben. Den wegbürsten. Den Time boosten. Ach du Scheiße, hat geklappt. Boah, das ist ja krass. Ja, der Rest ist natürlich free. Aber wir müssen ja die Türen zumachen, das ist das Ding. Also die muss auf jeden Fall hier hin. So. Hier, das ist ein bisschen problematisch. Aber ich kann nicht sofort zumachen. Also nee, ich kann zumachen, aber ich kann den nicht töten. Fuck. Ich könnte sie Time boosten. Dann hierhin. Dann die Tür zumachen. Dann den wegschubsen. Und die Blitzdings den. I guess. So, und dann kommt hier jemand raus.
Den werde ich hier abschließen. Und dann den aus dem Leben boxen. Okay. Also es ist schon sehr geil, Leute. So, die letzte Stage machen wir auch noch. So. Und hier kommen wir, glaube ich, von beiden Seiten, ne? Ja, okay. Aber nee, wir können auch von einer kommen. So, der hier ist tot. Das heißt, der muss anfangen. Der muss anfangen und ich glaube, wir können das sehr gut machen. Wir machen so. Dann können wir den instant töten. Lol. Und hier Preemptive Bolt. Dann kann sie hier breachen. Den Laptop klauen. Oh, what the fuck? Das habe ich ja besonders gut gemacht. Okay. Ja, aber hinbewegen kann ich mich nicht. Also der Zug ist jetzt theoretisch vorbei. Ich kann ihr ja halt eine Action mehr geben, aber die Action bringt mir hier nichts. Vorbei. Wait a minute. Okay, das ist aber trotzdem nicht schlecht. Das war gar nicht so bad. So. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir die Tür müssen wir jetzt sprengen. Aber macht eher genug Damage, ist die Frage. Ich könnte halt hier dagegen schießen, es wäre halt nicht genug Damage, ne? Das heißt, ich müsste den Zug so beenden. Ich könnte den gleich abballern, glaube ich. Ich glaube, ich könnte so machen. Und dann nehme ich den Boy. Ich kann nicht so weit laufen. Okay, dann mache ich so. Und mache den. Und wenn er zu nahe kommt, ist er dead. Jo. So, dann geht der hier hin. Macht den Bums da auf. Oh, das hat einen ganzen Turn gekostet. Ja, stimmt, weil ich noch hinlaufen musste. Ah, das war ein Waste. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, dann graben wir die Energie. Breachen wir. Und das ist, glaube ich, so ein Static Angle, ne? Ja, die hat auf jeden Fall Damage, Bruder. Wir sind jetzt in one turn, ja. Okay, das könnte ich jetzt hier noch machen. Da müsste ich aber da unten anfangen. Fuck. Okay. Mann, der kommt da nicht hin. Das ist halt übel scheiße. Also die könnte hier die Tür aufmachen. So, und dann müssten wir blasten. Aber das geht sogar, glaube ich, ne? Easy. Aber er kann halt nicht die Tür aufmachen, ne? Das ist halt übel kacke. Ja, der müsste jetzt halt hier nochmal hingehen. Um da die Tür zu breachen und könnte nicht auf den zielen. Also hier ist das Movement der übelst ärgerlich. Aber es ist eigentlich für sie recht Wurst, ne? Wenn ich brauche jetzt halt ein bisschen länger. Boop. So, wir müssen ja die Tür zumachen. Das ist das Problem. Also der kann dahin. Nimm den Laptop. Du gehst dahin, knockst den. Du machst die Tür zu. Done. Geil. So, das hat gut funktioniert.
Das habe ich eigentlich gemacht. Wie? Ich habe doch drei getötet in einem Zug. Oder im ersten Zug wahrscheinlich. Oh shit. Was ist das für ein Minigame schon wieder? Okay, also hier sind jetzt auf jeden Fall irgendwas mit Drogen zu tun. So. Ist das ein Boss? Oh, das ist ein Boss. Den machen wir. Den machen wir noch. Und dann ist aber Schluss für heute. So, also der macht hier eine super Attacke oder was? Okay, 2 Armor. Incoming Damage. Direct Damage is reduced by this much. Okay, das ist nicht gut. Das ist ein Effekt. Damage taken from hitting walls. 6 Leben. Knockback. Pushes all units that many squares. Okay. Spectral Motorcade of Ghost Riders. It is everyone in the red zone. Then returns to the underworld. Pending traffic conditions in the 7th circle. Okay. Also, der will auf jeden Fall Sachen machen. Ist das hier gefährlich? Und da werden ja wahrscheinlich Gegner kommen. Also, wir breachen erstmal. So, dann können wir theoretisch den sofort erstmal wegblasten. Oh. Aber erstmal woanders hin moven wäre geil. Wir gucken erstmal, ob wir von hier immer noch schießen können. Okay, das geht. Nehmen wir erstmal die Energie. Und blasten den weg. Okay, das bleibt tatsächlich trotzdem die Hauptdistanz. Das heißt, wir gehen hier hin und können safe schon mal auf den schießen. So, das geht. Dann machen wir nochmal Rewind, ob wir hier hinschießen können. Und das geht auch. Ding, ding, dong. Das heißt, wir machen so. Wobei, nee, wir geben erstmal Time Boost an sie. Das bedeutet, sie kann hier theoretisch nochmal dagegen ballern. Dann noch eine Granate. Was auch ganz gut war. Dann nimmt sie Cover zur Sicherheit. Und der macht noch den Preemptive Strike. Alles klar. So, he dead. Okay, den könnte ich so wegnocken. Sie könnte hier den Blast benutzen. So, der ist halt super dead. Und dann könnte ich theoretisch sagen, ich gucke mal, ob das geht. Ich gehe hier hin, klau das Ding, mach das Ding zu, gebe ihr noch einen Time Boost. Und sie geht hier hin, blaste den weg, macht die Tür zu. Und ich könnte theoretisch jetzt. Was könnte ich jetzt machen? Nur mal Cover nehmen und das war's, ne? Das heißt, da kommt jetzt noch jemand raus. Sie gehen hier hin. Machen den Bolt. Das war's. Wir machen hier die Tür zu. Okay, sie hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Wir hätten den aus dem Fenster hauen müssen, ne? Das wäre es quasi gewesen. Okay. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist wie gesagt ein bisschen wie Fights in Tight Spaces. Bloß halt ohne die Card-Deck-Variante, sondern man geht ja quasi, man advanced hier immer weiter vor und baut quasi sein Deck aus.
No, also sammelt mehr oder weniger Erfahrung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Nachmittag. Haut rein und viel Spaß beim Zaubern.